Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir den Hades Cup endlich abgeschlossen nach drei Parts. Und jetzt stehen wir wieder vor der großen Tür, die uns zum Finale führt. Wir sind alle gut ausgerüstet. Level 61, das ist schon, glaube ich, ein bisschen zu stark. Ausrüstung brauche ich jetzt nicht ändern. Items brauche ich nicht ändern. Abilities brauche ich nicht ändern. Und ja. Wir haben unsere Waffen. Boom. Wir nehmen das Löwenherz mit ins letzte Gefecht. Und machen uns dann auf zum letzten Kampf. Oder zum ersten Teil des letzten Kampfes. Die Nahtkampf sind wir durchgerast, als wäre nichts gewesen. Wenn wir das auch schaffen. Ja. Und die Brücke ist gerade verschwunden. Die Palme war auch nicht vorher so unten, glaube ich. Ah, oh Gott. Ich mag es nicht immer, so finale Kämpfe zu machen, wenn ich weiß, dass die lange dauern. Hab ich auch mal bei Final Fantasy rausgezögert. So, hey, gehen wir mal da hin. This world has been connected. What was that? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. There is so very much to learn. You understand so little. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Finde ich mal noch geil, den Satz. So, mittlerweile kommt uns die Stimme doch sehr bekannt vor, ne? Und ja, unsere Insel ist geschrottet. Und da erwartet jemand, den wir kennen. Was geht ab, na? Du bist doch bestimmt nicht hierfür verantwortlich, oder? Take a look at this tiny place. To the heart seeking freedom, this island is a prison, surrounded by water. And so this boy sought out to escape from his prison. He sought a way to cross over into other worlds, and he opened his heart to darkness. Don't bother. Your voice can no longer reach him where he is. His heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness. And all so end. The heart is no different. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. Erinnert euch an diese Rede. Darkness is the heart's true essence. That's not true. The heart may be weak, and sometimes it may even give in. But I've learned that deep down there's a light that never goes out. Also im Vergleich zu Anselms Rede war das echt gesagt eine richtig beschissene Rede. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. So you have come this far, and still you understand nothing. Every light must fade. Every heart return to darkness. Oh hi. Typ, von dem bis heute immer noch nicht klar ist, was das sein soll. So, ah. Ich muss mal ja wohl locker schaffen jetzt. Danke. Du schützt dich, ich komme einfach von hinten. Wow, er hat viel abgezogen. Zurückschlagen. Und einen von den beiden.
auf Stallen, ey. So, jetzt wird's nervig. Ich habe keinen Bock auf den Angriff. Wenn er einen damit trifft, dann geht dieser komische, herzlose Typ da zu einem über und tut einen die ganze Zeit vom Angriff abhalten. Ich werde sowieso irgendwann davon getroffen, also... Oh, ich kann mich ja mal treffen lassen, um zu zeigen, was passiert. Hat zurückgeschlagen. 300! Ah. Schaden ist doch sehr ordentlich, was wir hier austeilen. Ja. Ich habe eigentlich geplant, mich davon treffen zu lassen. Danke. So, der hält einen vom Angreifen ab und der Typ kommt einen immer näher mit diesen Dingen. Ich weiß nicht, wie man keinen Schaden von dem Angriff bekommen soll. Geht aber zurück irgendwann weg. Oh, die beiden sind kaputt, sehe ich gerade. Boah. Boah. Jetzt macht er noch mal. Und das ist das, wo es richtig nervig wird. Er macht das, glaube ich, so lange, bis man davon getroffen wird. So, ist mir aber egal. Oh, Donald, du hast mal Totzkopf genannt. Das ist ja mal sehr nett. So, erste Phase abgeschlossen. Ich glaube, es kommen noch 6 oder 7. Das ist nur so nebenbei. Und da ist er. So, wir heilen uns jetzt erstmal. Das ist der letzte Kampf. Also gibt es jetzt hier keinen Grund, die Sachen nicht einzusetzen. John. Okay, mal rein. Okay, boah, aber knapp. Ich fand Anselms Rede schon immer gut. Wollte ich jetzt nochmal sagen. Ja, und du und Goofy kämpfen nicht mit. So, sinnlose Form Nummer 1. Der Typ. Das war der erste Boss im gesamten Spiel. Warum packen die den nochmal rein? Ganz ehrlich jetzt. Ich habe den besiegt, als ich noch gar nichts drauf hatte. Also, was glauben die eigentlich, was es bringt, den am Ende reinzubringen? Ich schaffe nicht, auf den seinen Arm auch zu klettern. Ja. Aua. Ja, warum sind dem Boss hier 3-mal reinpacken im Spiel? So schwachsinnig. Ja, die ganze Zeit von dem Mist getroffen. So, ich mache jetzt deine Hand kaputt. Was sagst du dazu? Oh, ja. Ach, verdammt, ich wollte abblocken. So, und jetzt. Verdammt! Dann schnitzt sich eben deine Pulsader auf. Hier. Jetzt. So, das war. Dich kriege ich noch, verdammt. So, nächster Kampf, noch mal der Typ mit einem Angriff mehr. Nee, Quatsch, mehrere. Wupp. Das ist die zweite sinnlose Form. Ja,
War natürlich wieder sehr gut. Aber ist er eigentlich noch nicht mal schwieriger. Einziger Gute an diesem Kampf ist die Musik. So. Ja, lief doch schon besser. Ich glaube, das Finale geht doch kürzer, als ich gedacht habe. Gut, aber immer diesen Sprung direkt machen. Okay, doch ein neuer Angriff der hier. Mann! Auch davor getroffen zu werden. Versuch mal den Kampf hier auf Anfänger zu machen, ohne deine Ausrüstung zu ändern. Und in unter 15 Stunden, also ohne Training und also was. Ich sag, wie lange dieser Kampf gedauert hat. Weil ich habe den noch nicht mal geschafft bis jetzt. Oh, das Ding. Oh nein, 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 nein. Oh, das Single Fuck was given that day. Er war eigentlich schon geplant nach dieser. Nein. Mann, wie kann man diesen Angriff ausweichen? Ich verstehe nicht. Ey, ich mach doch gar nichts. Jetzt habe ich was gedrückt. Jetzt setzt er halt noch mal ein. Das finde ich so richtig unfair gemacht. Kommt gerade erst aus dem Angriff raus und der macht das schon wieder. Früher dachte ich mal, muss man hier rollen, aber. Oh, ich dachte, du machst wieder dein. Ja. Naja. Take that. Nee. Gut ist, dass er immer schön anfällig danach ist. Ja, noch ein, zwei Kombis, dann ist er weg. Jawohl. Ich wollte eigentlich nach diesem Kampf hier einen Cut machen, aber wir haben ja noch Zeit. Die nächste schaffe ich auch noch. Nächste Phase. Bleib weg, ich kann Kung Fu. Behold the endless abyss. Within it lies the heart of all worlds. Kingdom Hearts. Oh nein, er hat's gesagt. Look as hard as you are able. You'll not find even the smallest glimmer of light. From those dark depths are all hearts born. Even yours. Darkness conquers all worlds. Ja. Denkt man doch gleich an Final Fantasy, ne? Man sowas sieht. Sora, I thought you were stronger than that. Yeah.
Aber sind voll geil. Gut. So. Bis dahin habe ich es nicht geschafft, den zu erledigen. Bei meinem Speedrun. Weil ich viel zu wenig abziehe bei dem. Und ich habe kein Esprit, was richtig nervig ist. Jetzt ist halt ein Kinderspiel hier. Autsch. Autsch. Ja. Natürlich mit Vika nur so wenig heilen. Ja, frag mich nicht, warum der Typ so riesig ist auf einmal. Boah, die Musik ist so awesome. Was haben Goofy und Donald jetzt eigentlich für Probleme, sich andauernd gefangen nehmen zu lassen oder irgendwo rausgeschmissen zu werden? Also anstatt Sora einzufangen, ne? Nimmt der Goofy und Donald. Welche sich schon wieder einfangen lassen, ey. Gibt's doch einfach nicht. Ja, anders außer das hier kann ich nicht machen. Boah, ist auch krank, wie viel ich abziehe. Das ist übrigens die nächste sinnlose Form. Werdet ihr bald herausfinden. Und nochmal. Ja. So, jetzt macht sich auf was gefasst. Boah. Komm her. Ich ziehe nichts mehr ab. Duff. Haut dir nur einen über die Rübe. Dann gehen wir mal da rein. Oh mein Gott, Schatten durch ich. Weiß nicht, was ich machen soll. Oh, Mega Potion, cool. Kann ich dich ausrüsten. Also ich treffe alles nur nicht den, den ich anvisiert habe. Ah. Alter! Kommt hierher, ey. Ja. Dann habe ich gesagt, nur Schattenleuche. Nur verdammte Schattenleuche. Boah. Oh, endlich. Hi, na? Uff. Soll ich vielleicht noch öfter angreifen, damit ich MP zurückbekomme? Wenn langsam irgendwie knapp, habe ich das Gefühl. Mal da rein. Einer. Muss man nicht kaputt machen, aber weiß, nicht. Weiß noch nicht mal, warum ich die kaputt mache. Oh, MP, ich will die kaputt machen. Ich glaube, die bleiben den ganzen Kampf über. Ah, lass mal das. Aber ich muss die kaputt machen, glaube ich. Oder? Ja, muss ich. Ich dachte nicht, ich dachte, man kann einfach rein. Mich wohl geirrt. Von da schaffen wir noch rein. Ah, lass mich da rein. Du blödes Ding, du. Goofy? Oh, MP. Also, sie kann man natürlich nicht meckern. So, wo seid ihr? War hier geblieben.
Ja, also. Gehen wir mal neu raus. Nun. Weil ich soll jetzt noch ein bisschen weitermachen oder? Da können wir noch weitermachen. Ein bisschen gegen diesen großen Kopftypen. Ja, einfach nur drauf bashen. Mehr ist das wirklich nicht. Rufen kann ich ja glaube ich auch nicht, ne? Diese Spezialtechniken, wenn ich sie einsetzen würde, kann ich auch nicht einsetzen, weil ich in der Luft bin. Alles gut, ja. So. Und rein. Goofy hat natürlich wieder alles voll, danke. Donald? Ah. Warum sind die jetzt nerviger als sonst? Im Ende der Welt habe ich die alle fertig gemacht. Jetzt schaffe ich ja nicht die kaputt zu hauen. Alter. Boah, jetzt hat er sich irgendwie Dings. Haha. Das ist voll unfair, seid ihr voll camouflagiert. Ich weiß, das ist kein Wort, ist egal. So, und dieses Ding würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge kaputt. Von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix im Finale. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.